Die Karte ist noch ganz schön rot, links unten im Bild. Das muss sich ändern. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Iron Harvest, der Backer-Beta mit mir, Dennis. Wir spielen die Kampagne, zumindest die ersten paar Missionen, die schon drin sind. Viel mehr möchte ich euch ja dann auch gar nicht spoilern, das ist ja irgendwie blöd. Ihr sollt es ja auch selber spielen, weil es bisher zumindest ein wirklich cooles Spiel ist. Und ich denke aber, wir können schon in diesen ersten paar Missionen ein paar Sachen über das Spiel herausfinden, wie es so ist. Und bislang ist es fucking gut. Also, das wird auf jeden Fall wahrscheinlich der nächste heiße Scheiß, wenn es um Echtzeitstrategie geht, beziehungsweise um Echtzeittaktik. Also macht euch schon mal drauf gefasst, dass wir die nächsten Jahre wahrscheinlich viel Iron Harvest spielen werden, alle miteinander, die wir Strategiespiele mögen. Denn das wird ähnlich wie vor Jahren Company of Heroes und später dann auch in etwas geringerem Maße vielleicht Teil 2, wird das wahrscheinlich mit das größte Echtzeitstrategiespiel sein in nächster Zeit. So, und jetzt mal ab ins Spiel. Wir versuchen jetzt nämlich mal ein paar taktische kleine Schmankerl. Ich hätte jetzt mal überlegt, dass wir vielleicht versuchen, diesen Bunker hier zu umgehen. Man sieht ja, wie weit er feuern kann. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, man kann hier außen rumlaufen. Das wäre doch cool. Multiple enemies spotted. Oh, jetzt kommen die hier. Richtung meiner Base. Ist natürlich die Frage, ob ich genug Einheiten habe, um das zu verteidigen. Ich werde mal zur Sicherheit noch einen Grenadier hier bauen. Die kommen jetzt hier. Onkel Lech kann ja aber auch mithelfen. Wir haben ja, den habe ich ja hier gelassen. Den Mac. Der kann ja auch mal ballern. Der hat ja bisher noch nie geballert. Okay. I like that. I like that ability. Ja, doch. Wieso kommt er? Er kommt hier gar nicht raus, oder was? Ist er zu dick? Ist er einfach zu dick, der Gute? Ja, scheinbar. Aber irgendwie will er nicht. Na gut, also es hat aber insgesamt ganz okay geklappt. Es wäre natürlich gut, wenn ich den dann reparieren lassen könnte. Ich habe aber gerade keinen Ingenieurtrupp hier. Na gut, ich probiere jetzt auf jeden Fall mal was. Ich habe hier die Idee, diesen Bunker zu umgehen. Wir können ja mal probieren, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es so. Hier liegt auf jeden Fall schon eine Bazooka. Das könnte dafür darauf hinweisen, dass das keine so schlechte Idee ist, was ich hier vorhabe. So, umgeht dann mal den Scheiß hier und schießt den Bunker von hinten kaputt. Das fände ich gut. Wieso kann der denn von hier aus schon schießen? Shit. Ja, das hat natürlich jetzt nicht funktioniert. Ja, weil die halt nicht diszipliniert genug einfach da sitzen bleiben, wo sie sitzen sollen. Nämlich da hinten in der Ecke. Unschön. Ja gut, dann habe ich jetzt die Einheit da verloren. Das ist dann jetzt so, dann umgehe ich jetzt den ganzen Scheiß hier und greife von hier aus die Baracken an. So, wir haben doch eigentlich echt genug Einheiten, dass wir mit zwei so Trupps hier klarkommen müssten. Oh, die haben Maschinengewehr, das ist natürlich grundsätzlich eher schlecht. Aber wir haben halt echt die absolute Übermacht hier. Es sollte also alles funktionieren. Ja, das funktioniert sogar sehr gut. Der Bär kann hier nochmal bis unten angreifen, genau. Kann man hier mal eine Granate drauf werfen. Mal gucken, was das dann so bringt. Ja, macht ganz ordentlich Schaden. Aber es funktioniert auch so ganz gut. Wo ist Anna? Sie kann noch nicht wieder feuern, okay. Schnappen wir mal, glaube ich, mal das Maschinengewehr hier. Ja, aber nicht ihr. Nicht ihr.
Und ja, jetzt hat er die Granate da hingeworfen. Trottel hat er die eigene Deckung weggesprengt. Weil er ein kleiner Trottel ist. So, damit ist die Baracke aber schon mal gleich hin. Autsch, das ist nicht gut gelaufen. Das ist gar nicht gut gelaufen. Och, kann der mal draufgehen da hinten? Wie der da hier sitzt hinter seiner Deckung. Ja, jetzt ist er rausgekommen. Trottel. Au. Wer hat denn die Granate noch geworfen? Hier ist doch gar keiner mehr. Okay, da hinten kommen Feinde, aber die laufen eher Richtung meiner Base. Oder? Nee, die kommen hier in die Richtung. Ach, shit. Komm, umgeht mal hier die... Umgeht mal da die Feinde, genau. So, haben wir schon relativ viele Leute ausgeschaltet. Macht mal hier das Headquarter kaputt, weil die... Das sind ja auch... Oh, shit. Anna, weg, 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 weg. Hier ist leider keine Deckung mehr irgendwie. Hat hier nochmal irgendwer... Granaten? Stirb! Ja, okay, das hat funktioniert. Greif doch mal die hier an. Die stehen völlig frei. Da sind ja noch mehr da hinten. Komm, kill die. Ich weiß, wir haben hier gerade irgendwie keine Deckung und so. Das ist alles so ein bisschen scheiße. Aber noch funktioniert das ganz okay. Die Base kriege ich ja hoffentlich hier. Kann sie sich mal hier auf die Seite stellen, vielleicht von der Mauer? So. Es wäre halt echt wichtig, dass wir hier mal die Base kaputt kriegen. Hat noch einer eine Granate übrig? Werf die mal dahin. Hast du noch eine Granate? Du hast auch noch eine Granate. Nur wenn die Basis weg ist, dann können die hier keine Truppen mehr produzieren. Dann sind da nur noch die Schrotflintentypen in der... in dem Bunker drin. Und dann ist die Basis hier schon mal gesichert. Dann haben wir die erste Base. Und First Base ist doch was Feines. So. Hat noch irgendwer... Granaten. Ihr habt Granaten. So. Komm. Alle rauf da. Immer rauf da. Dann haben wir das Ding schneller weg. So. Easy peasy. Base erledigt. Sehr schön. Ach ja, macht mal erstmal den Bunker kaputt. Saving. So. Wenn die da von hinten drauf schießen, da ist der Bunker am schwächsten gepanzert, dann geht das auch relativ gut. Da kommen jetzt gerade die nächsten oh Gott. Mach mal erstmal den Bunker weg. Mach mal den Bunker weg und dann... Shit, shit, shit. Verpisst euch! Oh. Mal den Bär angreifen. Wo ist eigentlich der Bär? Ist der tot? Ach shit, die sind da ja hinten rausgekommen aus dem Bunker. Ja klar, ich habe ja nur den Bunker zerstört, aber das hatte die Leute nicht umgebracht. Okay, jetzt ist meine Truppe hier schon ganz schön aufgerieben. Ich versuche jetzt noch die Ölpumpe einzunehmen und dann... ziehen wir uns zurück. Erstmal. Ich hole mir mal hier... Ah, da ist noch ein Bunker. Nee, das bringt nichts. Der zeigt ja in die Richtung, wo hier dieses Ressourcenpaket liegt. Das ist Quatsch. Das machen wir nicht. Oh, jetzt kommen da noch mehr. Ach, die laufen da hinten aber rum. Oh, shit. Alter. Mit einem Mac.
Ja, gut, da habe ich jetzt hier gar nichts mehr zu reißen an der Stelle. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht rein, aber sie scheinen sich nicht für mich zu interessieren. Ja, die greifen regelmäßig hier mit der gleichen Truppenstärke hier unten an. Ich brauche mal noch einen Ingenieur. Der kann dann mal hier den Onkel Lech reparieren. So. Oh shit, jetzt kommen die mit dem Dings. Oh, das ist gar nicht gut. Mit dem Mech. Da habe ich leider nichts gegen. Oh, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Müssen wir hier den Trupp reparieren. Na gut, dass ich die zurückgeschickt habe. Dann können die sich nämlich direkt kümmern. Okay, der Mech ist hin. Dann könnt ihr euch jetzt um den hier kümmern. Also reicht ein so ein Trupp tatsächlich ja, um ordentlich Schaden zu machen. Oh fuck, Alter. Der Mech ist echt stark. So, wir haben die Ölpumpe. Das ist super. Können wir die noch irgendwie befestigen? Nee, kann man nur noch irgendwas drumherum bauen oder so. Aber wie haben die denn befestigt? Irgendwie muss das doch gehen. Hm, keine Ahnung. Naja, whatever. Jetzt zieht euch auf jeden Fall erstmal alle zurück. Bitte. So. Ja, die Base haben wir hier auch halbwegs gesichert. Das funktioniert. So. Die reparieren wir. Wir haben genug Ressourcen, dass wir uns das erlauben können. Müssen die noch repariert werden? Geheilt, meine ich? Ja. Oh, da kommen schon die Nächsten. Ey, was ist denn da los? Hier ist ja richtig die Kacke am Dampfen. Verkrümelt euch mal. Ihr seid hier nicht unbedingt nötig. Kommt jetzt von oben parallel auch wieder? Ne, da kommen meine Leute nur. Tja, jetzt lauft ihr halt leider genau in meine komplette Streitmacht rein, meine lieben Russiet-Freunde. Und hier in der Base kann ich die Leute halt auch mal direkt wieder heilen. Das ist natürlich eher unschön für die Gegner, die mich hier angreifen. So, sieht doch gut aus. Dann repariert mal hier die Bunker. Bitte? What can we do? Gut, dann besorgen wir uns mal die nächste Ecke hier. Würde ich sagen, gehen wir hier lang. Was gibt's hier? Hier ist bestimmt auch eine Base irgendwie, ne? Ein Bunker ist hier auf jeden Fall. Also das mit dem Bunker zu umgehen hat eben nicht so richtig funktioniert, weil die Einheiten einfach nicht gecheckt haben, was ich von ihnen will, irgendwie, war so mein Gefühl. Beziehungsweise der Bunker hat eine größere Reichweite, so rum ist es, der hat eine größere Reichweite als angezeigt ist im Spiel. Das ist natürlich blöd, weil ich mich ja darauf verlasse sozusagen, dass ich mich bis dahin bewegen kann. Und dann geht das aber gar nicht. So, dann haben wir wieder alles am Start. Anna, du kannst ja mal hier die Ressourcen einsammeln. So, hier ist wieder eine Basis. Wo sind Feinde? Da sind Feinde. Da sind MG-Bunker. Die sind in die Richtung und in die Richtung. Die überschneiden sich aber gar nicht so richtig, oder? Kann das sein? Also wenn ich von hier so reinkomme in die Basis, dann habe ich gar nicht so... Aber den sollte ich auf jeden Fall von hinten einnehmen. Also besser wäre es wahrscheinlich schon eher über die Seite hier zu kommen. Oh Gott. Da ist auf jeden Fall ein Mech. Vielleicht bewegen wir uns erstmal in die Kartenmitte und versuchen uns dann von da aus weiter vorzuarbeiten. Sozusagen erstmal hier diesen Bereich einnehme. Über diese Straße, über die ich jetzt laufe, kommen ja eigentlich auch regelmäßig die Gegner. Also,
Oh, shit. No other way. Looks like it's up to us. Let us contact. Okay, die habe ich ganz schön hart platt gemacht, die Typen. Okay, jetzt kommt Bärchen schon wieder hier. Verdammt. Ich wollte eigentlich noch eine Mine hier irgendwie legen. Dass sie sich alle mit dem Bär beschäftigen. Also mit der Mine wird wahrscheinlich nichts, oder? Jetzt haben die aber die Granaten schon verbraucht, die Gegner. Das finde ich ganz gut. So, dann haben wir da eine Mine schon mal hingelegt. Können wir vielleicht hier mal die Pack einnehmen. Und dann den von hinten erwischen. Während ihr hier mal das Ding einnehmt. Haha, das funktioniert ja hervorragend. I see a bunch of them. I see a bunch of them. Wo denn? Hui, einmal... Ach ja, hier ist der Dings, okay. Vielleicht können wir dann doch nochmal hier einen Ingenieurtrupp rekrutieren, sozusagen. Haben wir schon mal die Mitte der Karte hier ganz gut abgedeckt und dann hier vielleicht, ohne dass ich in irgendeinen Bunker reinlaufe, ne, sieht ganz okay aus, aber hier vielleicht nochmal eine Mine legen. Da sind auch Gegner mit Maschinengewehren, ach shit. Schießt auf den Links. Oh, fuck, fuck. Jetzt schießt. Schießt doch. Vernichtet den, sonst vernichtet er uns. Die Mine interessiert das gar nicht. Ich dachte, die interessiert sich dafür. Okay, das ist jetzt blöd. Da bin ich jetzt so ein bisschen hier... Das ist jetzt schon sehr chaotisch, was hier passiert. Shit. Kannst du mal hier vielleicht die Infanterie angreifen? Oh, shit. Okay, wir haben echt ein Problem. Zieht euch mal zurück, zieht euch zurück. Das funktioniert hier nicht. Das funktioniert hier ganz und gar nicht. Da sind sie jetzt aber ganz schön angestürmt gekommen. Aber ich habe gar nicht so viel verloren, oder? Kann das sein? Ich dachte, ich habe irgendwie mehr Einheiten verloren. Na, weil überall noch genau einer lebt irgendwie. Scheiße. Okay, wow, mit dieser vernichtenden Niederlage am zentralen Punkt hier sollte ich, glaube ich, mal in eine Pause gehen und meine Kampfstrategie überdenken. Vor allen Dingen hier meine Truppen wieder auffüllen. Und dann würde ich vorschlagen, starten wir nächste Folge den Angriff aufs Neue. Na, jetzt holen die sich nämlich hier die Pumpe zurück. Aha, schwierig. Na gut. Das war auf jeden Fall heftig. Dann überlege ich mir jetzt nochmal, wie wir das hier angehen. Vielleicht versuche ich auch irgendwie... Doch, nee, hier komme ich gar nicht lang. Ne? Hier ist diese zu hohe Mauer. Diese Base hier links einzunehmen. Jetzt hat er mir das da hinten wieder zurückgeholt. Hat sich zurückgeholt. Das hätte ich halt besser sichern müssen. Also überhaupt sichern müssen. Einheiten da stationieren. Da würde es natürlich helfen, wenn ich irgendwie ein Maschinengewehr hätte. Also irgendwie eine Maschinengewehreinheit. Aber vielleicht lasse ich auch einfach den Dings da stehen. Jetzt holt die sich ja alles zurück, ey.
Mit einem so einem Knilch. Oh Mann. Na gut, wir machen erstmal eine Pause. Nächstes Mal wird's besser. Ich hoffe, ich krieg nochmal irgendwie mehr Bevölkerungslimit, weil das nervt echt ein bisschen, dass ich so wenig hab. Naja, gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Iron Harvest der Kampagne. Bis dahin, tschüss!